So, ein wunderschön. Willkommen zur Folge. Holy shit, 139. Lol. Ja, von meiner QA des Server Let's Play in my test. Ja. Ich guck mal ganz kurz, gleich mal ganz kurz rein, weil ich habe in letzter Zeit ein paar Mal. So, ein wunderschön. Nö, alles wunderbar, okay. Ich habe nämlich in letzter Zeit irgendwie ab und zu, wenn ich so Klicker hier aufnehme, dass das komplett Stock hat. Ja, keine Ahnung, woran das liegt, aber ist so. Gut, das soll uns nicht weiter stören. Apropos stören. Du weg. Du weg. Danke. So, jetzt ist die CPU ein bisschen weniger ausgelastet. Das ist sehr schön. So, wir brauchen, tun wir haben, einmal da Let's Play. Booyah. Booyah. Oh, ich hoffe, mein Sound ist jetzt hier nicht komplett, dass ich sterbe gleich. Genau. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keinen Kaffee hier. Oha. Was richtig? Ja, war richtig. Na lol, hoffentlich kriege ich kein Sterbeanfall, wenn mir mal wieder mein Hals trocken wird. Aber gut, meine zur Not habe ich auch noch hier schon eine schöne Bonze. Ich weiß ja nicht, wie es ist, diese Dinger während des Displays lutschen. Ich schmeiß euch den ganzen Zeit und schmatz euch was vor. So ungefähr. Ja. Gut, wo waren wir? Was haben wir gemacht? Wir waren in der Höhle. Okay, wie es aussieht, sind wir da auch schon wieder raus. Ich muss zugeben, ich habe keinen Plan, was wir gemacht haben. Was wir jetzt machen wollten heute. Das heißt, wir fangen erstmal. Okay, ist auch ein bisschen leise. Ja, so besser. Wir fangen doch erstmal mit Bestandsaufnahme an. Also wir hatten ja jetzt mittlerweile massig Steine. Wir waren Leuchtturm, Hotel, da waren wir mit der ersten Etage schon fertig. Bei der zweiten Etage haben wir auch schon die Wände hochgezogen. Dann unsere kleine Mine da. Die ist ja fast fertig. Das heißt, vielleicht fangen wir mit der mal direkt an und machen die jetzt fertig. Da fehlt ja nicht mehr so viel. Da fehlt ja quasi bloß noch ein Gitter. Bars. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Fans. Bitte mit. Danke. Wir können auch das hier natürlich benutzen als Gitter. Nein. Gott, wie sind diese Stahldinger? Was habe ich da nochmal genommen? Mach ich einfach mal Ivan. Ivan. Bin ich gerade dumm oder so? Stier? Genau die Dinger hier. Oh, Bar ohne S. Ja. Oder? Habe ich. Doch. Genau, ich habe Bars mit S eingegeben. Ja, okay. Ja, dumm gelaufen. Was wir brauchen, ist das Ding. Da brauchen wir 6 mal Eisen für. Kriegen aber dafür 16 Stück. Ich schätze mal, wir haben eine Breite von 9. Eine Höhe von, glaube ich, 3. Das heißt, wir brauchen alleine dafür schon 27. Ich mache einfach mal, ich mach zweimal. Ich nehm am besten einfach mal ein bisschen Eisen mit. Da können wir auf Bedarf machen oder nach Bedarf, nach Anfrage. So.
schon wieder so viele Bären da, Alter. Holy shit. Ja, eigentlich hatten wir hier die ganzen Felder gemacht, um ein bisschen abwechslungsreich zu essen. Aber jetzt essen wir natürlich, wie jetzt auch anders sein sollen, doch nur Blaubeeren. Ja, gut. Ach, halt, ich muss da lang. So, ist eigentlich noch was im Ofen drin? Nee, ne? Nee. So, genau hier. Oh, sieht halt einfach so geil aus. Siehst du, den Boden muss ich auch noch ausbessern. So, ich würde den Zaun gerne hier reinmachen. Genau. So, jetzt müssen wir gucken. Ach, sind nur 5. Also 15. Tja, hier die Seiten. Ach, ups, die Seitenschrägen muss ich noch machen. Oha. Okay, wir sind noch lange nicht fertig. Ich brauche erstmal noch ein bisschen, ja. Wir brauchen also Cleanstone. Zum Glück haben wir da ein bisschen hier im Lager. Doink. So. Cleanstone. Oh ja, haben wir gut 2000, fast 3000 meine ich doch. Das sollte ein bisschen reichen. So, ach so, siehst du, kann ich gleich mal das hier wegpacken und dafür mal ein bisschen Beeren holen. Da habe ich nämlich jetzt gar keine in der Tasche. Ne, habe ich nämlich nicht. Sonst sterbe ich immer. So, ach so, halt. Fackeln. Ist da drin nämlich ein bisschen dunkel. Ich nehme mal Fackeln aus meiner Tasche, weil die Bäume später noch wieder... Oh, wir haben gar keine in der Tasche. Oh, nö. Okay, ab nach Hause laufen, Fackeln holen. Ich kann nicht auch gleich von da Bären mitnehmen. So, ab nach Hause rennen. Naja, rennen ist gut. Stamina ist wieder aufgebraucht. Es wird also eher ein gemütlicher Spaziergang. Wenn überhaupt. Doink, 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 doink. So, Fackel 11. 99. Und ein bisschen Essen. Was? Hä? Nanu? Wo sind denn unsere 3000 Bären, die wir hier im Gepäck hatten? Gut, ist ja kein Problem. Wir haben hier ein paar, ne? Ach so, wir brauchen noch das Replacement Tool. Ja, das Replacement Tool und sicherheitshalber noch eine Axt. Da wird es garantiert wieder verbauen werden. Sind wir ja gewöhnt. Also eine Axt und das Replacement Tool. Perfekt. Und ab zur Mine. Oh, komm. Lauf. So, die Fackeln verteilen wir einfach mal extrem großzügig hier. Upsili, das war jetzt ein bisschen. Ne, hier nicht. Das ist bunt, die wir austauschen müssen. So, dann machen wir mal Austausch. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So, hier muss die unterste Reihe weg, ne? Genau. Achso, na gut, da fällt die oberste ja sowieso runter. Ha! Na gut, was soll's. Genau, dann sieht man ihn nicht mehr.
Und hier kommt dann auch, wie gesagt, auf der Höhe kommt das Gitter hin. Das mache ich jetzt schon. Nee, lass ich mal. So, dann geht's hier weiter. Vielleicht bin ich ja hier schnell genug. Jawohl. Ich verliere zwar trotzdem immer ein, aber das ist egal. Hauptsache, ich muss hier nicht alles an Erde abtragen da. Das würde mir nämlich hart zu lange dauern. Wir hätten auch eine Schippe mitnehmen können. Jetzt mal ganz ehrlich. Hör mal diese Vorbereitung hier, ey. So, Rest ist in Ordnung. Denke ich mal. Genau. Ab hier vorne fängt die Schräge an. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob das Dach auch in Ordnung ist. Aha. Weil hier muss nämlich die mittlere Reihe muss hier auch in Ordnung sein, weil die sieht man nämlich. Alles andere sieht man dann nicht mehr. Och, was ist mich jetzt hier? Och. Geht doch. So, hier ist alles. Na gut. Perfekt. So, dann können wir jetzt anfangen mit die Schrägen setzen. Haben wir noch Schrägen dabei? Nein, haben wir nicht. Denn wir haben letztens wieder alles rekombiniert. Das heißt, da brauchen wir erstmal neue, was ja kein Problem ist. Dafür haben wir ja hier. Dafür haben wir ja hier die Säge. So, wir brauchen 99. Nein. Wait a second. Was brauchen wir genau? Genau, diese Schräge braucht man nämlich nicht, weil die gibt es nämlich gar nicht. Ich quatsch da. Das heißt, wir brauchen die hier nicht, sondern nur die und die. Perfekt. Mache ich noch ein Stack? Doch, ja, komm hier. Wie gesagt, wenn zu viel ist, kann man hier rekombinieren, kein Problem. So, jetzt müssen wir wenigstens definitiv nicht an die Werkbank zurück. Okay, und jetzt wird quasi einfach noch hingelegt, hingesetzt, hingepackt. Wäre vielleicht besser gewesen, bevor wir die Querbalken reingesetzt haben, ne? Weil so wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Ach ja. Ja, das war geil. Zum Glück habe ich mehr gemacht. Hier wird es dunkel, das heißt, hier muss ich nur noch bis. Ist da jetzt einer? Ne, da ist keiner. Ist da was im Weg? Warum setzt er denn da nicht hin? Geht doch. Oh, jetzt habe ich da einen hingesetzt. Ja. So. Okay. Damit hätten wir die Seite schon mal komplett. Jetzt kommt die nächste Reihe. Das wäre dann die Reihe. So, und einfügen, 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 einfügen. Ach Mann, Alter, ich bin ja hier auch mal wieder. Oder mit diesem nach oben gucken musst du aufpassen, dass du dich nicht verbaust. Nee, dass du nicht windig wird hier. Ist ja Hirnoptik-Quick. Gut, jetzt fällt mir gerade auf. Ich meine, es geht, aber hier in das Loch reinzubauen wird relativ schwer. Da muss ich nämlich immer an den anderen so ranbauen. Wie gesagt, es geht zwar, aber es ist halt, es kommt mir halt relativ schwierig vor. Genau, hier hört es auf. Weiter sieht man eh nicht. Ja, doch, komm, ich mache hier die mittlere Reihe führe ich mal fort, weil die sieht man tatsächlich doch ein bisschen weiter. Genau, jetzt ist es perfekt.
So, die nächste Reihe. Oh, Alter, sechs Reihen haben wir noch, die wir vollenden müssen. Na komm. So, jetzt muss. Ist das schon ein oder ist da keiner? Das ist noch keiner. So, so. Ich bin gerade dabei die ganze Zeit hier, ne? Bin gerade wieder voll im Doku-Guck-Hype. Upsala. So. Sie ist einfach verloren gegangen? Da wurde gerade gar nichts gedroppt. Was ist denn da los? Na egal. So teuer ist der Stein nicht. Und habe heute übrigens mal wieder ein bisschen ja, Finanzwesen-Dokus geguckt. So über Börsencrash und Finanzmärkte allgemein. Was so derzeit abgeht mit an der Wall Street, mit diesen ganzen Blitztransfers und diese ganzen, ja, oh Scheiße, ich kann nicht ranbauen. Upsala, wie soll ich das jetzt machen? Kann ich so machen? Scheiße. Ja, ist. Ja, nein. Perfekt, wow. Das ist Skill hier. Genau, mit diesen ganzen Finanzblasen, mit diesen mit den Immobilienmärkten und sowas alles, ist schon relativ, naja, witzig. Ich meine, es betrifft meinen Lebensraum. Ne? Von daher eher traurig, aber ist teilweise schon krank, was da mittlerweile so abgeht. Ne, ich meine, normalerweise denkt man ja so mit, oh, Wall Street, die ganzen Banker sind da und machen da so ein Finanz-Dingster-Bumster da, so ne, der Pustekuchen. In Wirklichkeit ist es gar nicht mehr so. Sondern im Pustekuchen wissen die meisten Banker selber nicht mehr, was überhaupt abgeht, weil das nämlich alles von Computern gemacht wird. Weil, ja, wie gesagt, viel zu komplex das Ganze mittlerweile. Das heißt, die Banker können gar nicht mehr ganz durchblicken, vor allen Dingen aber nicht schnell genug reagieren. Da geht es teilweise um Millisekunden. Und zwar wirklich Millisekunden. Da sind teilweise Reaktionszeiten von, also, wie gesagt, man hat ja mehrere Geschäftsstellen, also mehrere Börsen quasi zum Beispiel, wo diese ganzen Dinger quasi abgewickelt werden. Und jetzt hat eine Firma extra für diese Dings der Bums da quasi, die hatten bisher eine Kommunikation mit Glasfaser, ja. Und da dachte man schon, okay, Glasfaser ist kacke schnell. Mit, ne, Börsen und so haben zwar viel Traffic, aber ne, eigentlich müsste Glasfaser alles, was man so braucht im Leben, abdecken können. Pustekuchen. Bei den Börsen kommt es so auf Mikrosekunden an. Also wirklich die. Also nicht innerhalb von Sekunden, sondern wirklich Mikrosekunden, dass die Übertragung über Glasfaser zu langsam ist. Weil, jeder, der in Physik schon mal aufgepasst hat, Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in Glas oder in jedem anderen festen Medium ist langsamer als in der Luft. Und deswegen haben die es jetzt gesagt, nein, wir machen eine Funkverbindung zwischen den Börsen, weil das schneller ist. Zwar nur mal ein paar Millisekunden, aber diese paar Millisekunden zählen schon. Und mittlerweile haben die jetzt vor kurzem eine Verbindung aufgebaut, die ist fast so schnell wie eine direkte Lichtverbindung, weil eine direkte Verbindung geht ja nicht, dafür ist das Signal zu schwach. Heißt also, man braucht mehrere Verstärker, Repeater. Und die Verzögerung von diesen Repeatern ist so gering, dass man mit einer Differenz von gerade mal 10 Mikrosekunden, also 0,0 1 Millisekunden hinter der Lichtgeschwindigkeit hängt.
Was da teilweise betrieben wird, ist. Boah. Ja. Ist schon heftig. So, jetzt ist schon mal die Innenauskleidung richtig. Jetzt muss dann bloß noch ein Gitter rein. Und dann sind wir fertig. Das heißt, hier an dieser Stelle kommt jetzt das Gitter. So, dazu müssen wir erst natürlich ein Gitter bauen. Oh, lol. Miniminaut, join the game. Moin beim Join. Ich sollte aufhören. So, 16 Stück, easy, immer her damit. Ich würde gerne hier erstmal nur in die Mitte sowas machen. Och, scheiße, Alter. Da. Die Sache ist, würde es, wenn wir das nur in die Mitte machen, gut aussehen? Oh nein. Na gut, egal. Hi, Chef, ey. Ich bin doch kein Chef. So, sieht es so gut aus, oder sollten wir tatsächlich auch noch links und rechts was hinmachen? Ich meine hier, also zumindest bei dem unteren, so ungefähr. Genauso wie da oben müssten wir ja auch noch so Dinge machen. Das Problem ist, wenn wir das machen wollen, müssten wir jetzt noch einen bauen und dafür müssten wir extra noch mal 60 Stück Dings dann. Oder denke ich mir gerade so, nee, so absolut kein Bock gerade. Jetzt die Frage, könnten wir da was anderes hin machen? Stil. Ich habe ein bisschen Stil, ne? So. Sehe ich gerade nicht was. Mal guck mal bei Iron. Iron. Na gut, lass das Ding weg. Zu Ehren join the game. Hi. Warum heute so viel Betrieb hier? Perfekt. Ah, doch, wir lassen es so. Ist ja bloß optisch und die Seiten, sie sieht man von hier draußen sowieso nicht. Oh. Der fängt jetzt sogar schon an, den Chunk auszuladen. Das ist perfekt. Jutchen, easy, dann haben wir das. Dann ist der Tunnel damit eigentlich fertig. Yay, hab ein eigenes Subgame jetzt gemacht, dank dir. Lol. Warum nicht? Dafür habe ich ja die Videos gemacht, ne? Sollte ich hier vorne auch noch so eine Dinger hinmachen? Ich weiß nicht. Also hier auf jeden Fall nicht, aber hier so sieht irgendwie so ein bisschen abgekantet aus, ganz ehrlich. Ich mach's mal. Wow. Ach so, lol. Danke dafür. So, sieht das so besser aus? Ja, doch. Dann brauche ich jetzt allerdings noch einen Baumstamm. Scheiße. I need more wood in the hood. Ach, weißt du was? Komm. Wir sind jetzt mal total fies. Stimmt, eigentlich habe ich hier total viel Holz verschwendet. Fällt mir gerade auf. Diesen Block hätte ich immer rauslassen können. Einfach so. Und schon sieht das keiner. Gibt dich.
hätte ich quasi pro Bogen immer zwei Holz gespart. Tja, so ist natürlich nicht, ne? Nee, nee, nee. Sogar zwei? Was? Worüber reden die da gerade? Das da. Hey, ich habe mein eigenes Sorga 2. Achso, sei es im Spiel. Hast du es ins Forum gestellt? Ja, damit. So, sieht besser aus. Sieht definitiv besser aus. So machen wir das. Perfekt. Okay. Gut, dann haben wir doch schon mal. Ja. Dann haben wir unsere Mine schon mal fertig. Ja, auch hier, wie gesagt, oben die Spitze sieht ein bisschen sehr eng aus, aber besser geht's halt nicht. Ich kann das nicht stellen. Hab immer noch keine Ahnung, wie. Mach mal eine Frage ins Forum. Da hilft man dir bestimmt dabei. So, okay, Mine ist fertig. Das heißt, jetzt können wir. Ach so, siehst du, wir haben ja hier noch hoffenweise Scheiße im Inventar, in den Backpacks. So können wir eigentlich direkt weitermachen mit dem Leuchtturm hinten. Gut, mache ich. So, erstmal hier die Steine wieder wegbringen. Achso, erstmal rekombinieren. Ich kombiniere, wir müssen rekombinieren. Hä? Achso, weil wir von den flachen Dingern ein paar verschwendet haben. Und ein paar mehr gebraucht haben auch. Kann man mit dir jetzt noch irgendwas machen? Nee, ne? Ach komm. Ganz ehrlich, wie gesagt, ist. Steine haben wir A mehr als genug und B sind die selbst, wenn wir nicht genug hätten, sowas von. Die paar Blätter, die wir da zum Brennen der Steine verbrauchen, also das ist ja nun wirklich hier. Da müssen wir uns keinen Kopf drum machen. So. Genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt zum Leuchtturm. Mal gucken, wie viele Ringe wir da machen können. Oh, ich sollte mal wieder was essen hier. Und dann würde ich auch mal fast sagen, wir machen erstmal Folgenpause. Oder? Ja, kommt doch. Okay. In dem Sinne würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Jo, ciao und mit Feierabend. Bis gleich. Bald, je nachdem.